Hey Leute, ich bin's wieder, der lustige Mann im Internet. Und ich habe nicht so viel Zeit. Ich habe ja noch einen richtigen Job. Ja, ich mache YouTube, aber ich muss auch arbeiten. Das bedeutet, wir machen heute ein Frage-Antwort-Video, weil ich einfach mega kreativ bin. Um wessen Fragen es geht, fragt ihr euch mit euren süßen kleinen Sopranstimmchen. Das ist eigentlich witzig, dass ich darüber rede, wie Leute reden, weil ich habe echt eine lustige Stimme. Es geht natürlich um eure Fragen. Ich habe auf dem YouTube-Community-Tab, den ihr unbedingt abonnieren solltet, mit der Glocke, damit ihr das auch mitkriegt. Das funktioniert übrigens nur auf dem Handy und ich weiß nicht warum. Gefragt, was ihr für Fragen habt. Ja, die habt ihr gefragt und ich werde sie jetzt beantworten. Kannst du mal Nachricht schreien, damit wir das aufnehmen und als Klingelton nutzen können? Nachricht! Besitzt du einen Porsche Cayman S, Bruder? Nein, Leute, ich besitze kein Porsche Cayman S. Ich weiß, ich bin YouTuber, das YouTube-Money fließt, aber es reicht nicht, okay? Ich weiß nicht, was ihr euch alle vorstellt. Ich habe eine schöne Wohnung. Ich habe einen Skoda Fabia, den muss ich aber noch abbezahlen. Ist okay, aber es ist kein Porsche Cayman S. Und ich glaube, wenn ich so viel Geld hätte, dann würde ich mir auch einfach eine schönere Kamera kaufen. Nichts gegen dich, Kamera, du bist schön, aber das Kamera-Spiel habe ich bisher verloren. Oldschool-Frage. Magst du Bratwurst? Ich sag's mir so, Leute, ja? Ihr seid hier beim falschen Kanal, wenn ihr diese Frage stellen wollt. Geht doch einfach zu Fresh Torge, da wo sie hingehört. Das war ein Witz, okay? Ich weiß, dass es ein Blali ist, aber der hat auch keinen Bock auf die Frage. Also verpiss dich! Nein, verpiss dich nicht. Aber stell diese Frage nicht. Das ist nicht lustig. Was ist dein Lieblingsauto? Zufälligerweise ein Porsche Cayman S? Wie eben gesagt, nein, Porsche Cayman S ist auf jeden Fall bestimmt ein cooles Auto, aber ich bin großer Fan davon, wie ein 1er BMW aussieht, aber ich würde mir, glaube ich, keinen BMW kaufen. Und auf der anderen Seite ist ein Auto auch nur dafür da, dich von A nach B zu bringen und du bezahlst Sprit oder Strom oder du fährst einfach mit dem Fahrrad. Das heißt, solange du ein Auto hast, beschwer dich nicht. Malte hat aktuell 335.999 Abonnenten. Oha, wächst deine Community schnell. Machst du auch irgendwann mal Abo-Specials, zum Beispiel zu den 500.000. Ja, zwei Dinge. Erstens, ich habe noch keine 500.000 Abonnenten, also mache ich mir da einfach jetzt noch keine Gedanken drüber. Und zweitens, bin ich gar nicht mal so ein großer Fan von Abonnenten-Specials, weil ich meine, nur weil du 20 Jahre alt wirst, heißt es nicht, dass der Geburtstag besonders oder besonderer ist als der 19. Zahlen sind Zahlen, ist also scheißegal. Und ich glaube, das beste Special ist, immer weiter Content zu machen. Ja, ihr habt es gemerkt, ich bin irgendwie almost daily. Manchmal auch zwei Videos am Tag, weil ich einfach crazy bin. Hab gehört, am Wochenende ist es wieder soweit. Also schaltet ein. Und ich glaube, das ist das beste Geschenk für die Community und hält einen selber auch wach und fit und motiviert. Das heißt, Abo-Specials vielleicht, wenn die Zeit dafür da ist, aber wenn nicht, dann kommt einfach normaler Content, was auch ein gutes Special ist. Hast du schon mal eine Aufnahme kaputt gemacht, weil du dich sehr, sehr, sehr aufgeregt hast? Und musstest du dann alles von neu aufnehmen? Leute, ich nehme ja nicht nur für meinen YouTube-Kanal auf, sondern auch für die Arbeit machen wir ganz viel. Auch viel mit Production-Hardware. Und der Witz an Production-Hardware ist, das sieht alles toll aus, das funktioniert alles mega geil. Bis auf die Situation, wo es nicht funktioniert. Stellt euch vor, ihr habt einfach einen Porsche Cayman S. Ihr macht alles richtig, ihr könnt seit 20 Jahren Auto fahren, aber das Ding fährt einfach nur im Kreis. Und hupt, ohne dass ihr die Hupe drückt. So ist Production-Hardware manchmal. Und Nico und ich, wir haben schon einige Situationen gehabt, wo man sehr gerne einfach exploded wäre. Ja, wo das Herz sich gedacht hat... 200 Puls, geht schon klar. Wir haben schon sehr viel Footage fast verloren. Bisher ist noch nie was passiert, wo es wirklich komplett gone war. Bei sehr wichtigen Dingen, bei meinen eigenen Videos. Andauernd irgendwie so, oh, mein Mikro war nicht angeschlossen. Keine Ahnung, ob die Kamera läuft. Die hat ja kein Flipscreen, weil Sony einfach geistig irgendwo im Nevada ist. Ja, gibt so viele Dinge, die falsch laufen können. Licht, Ton, Kamera, Malde, funktioniert alles nicht. Ich weiß gar nicht, wie ich überhaupt Videos mache. Ich meine, Paul, wenn der einmal ein- und ausatmet, braucht der 5 Minuten dafür. Pauls Minute dauert 75 Sekunden. Keine Ahnung, wie wir in der Firma überhaupt was geschissen kriegen, aber es funktioniert. Also. Und nein, ich habe mich noch nie so aufgeregt, also es ist noch nie kaputt gegangen, weil ich mich aufgeregt habe. Ich habe mich nicht nur sehr aufgeregt, weil es kaputt gegangen ist. Hast du auch mal einen niedrigen Puls? Ich bin ein Mensch, der sehr gut funktioniert, wenn er viel Stress hat, weil Stress ist was mega Positives, ja? Zumindest der Stress, den ich aktuell habe. Du machst viel, kriegst viel raus. Ja? Positiver Stress. Wenn du viel machst, du kriegst wenig raus. Und ich meine damit jetzt nicht Geld, sondern auch einfach die Genugtuung, dass du etwas getan hast und dass du geile Sachen machst, die einfach Spaß machen. Das ist aktuell der Fall. Deswegen ist es in Ordnung. Und immer die Situation, wo ich denke, boah, jetzt komm mal ein bisschen relaxen, jetzt komm mal ein bisschen runter, sind eigentlich immer die Momente, wo ich weniger hochlade oder weniger an der Arbeit mache. Und das fühlt sich dann im Nachhinein nicht gut an. Schlafen kann man, wenn man tot ist. Was magst du an deiner Community und was sagt den Arzt zu deinem Puls? Ich finde sehr viele Leute von euch sehr angenehm. Ja, ihr seid in den Kommentaren überraschend nett dafür, dass wir wirklich sehr schnell sehr viele geworden sind. Sehr gut. Wenn ihr irgendwie mal Bullshit seht, schreibt dem halt einen Schnauzen, Alter. Das und das machst du falsch, mach das nicht mehr. Wenn der nicht sagt, ja, okay, hast recht. Oder mit guten Argumenten kommt, warum er Dinge tut, wie er tut. Kommt der Bannhammer und ich kicke ihn aus dem Leben.
Habe ich mit sehr vielen Leuten gemacht. Ne, ich habe was zu Chemnitz gesagt. Leute, ich habe bestimmt 200 Leute geblockt. Ja, und nicht nur, ich habe die nicht nur ausgeblendet, sondern ich bin auf deren Kanal gegangen, habe auf die Flagge gedrückt, habe auf Nutzer von meinem Kanal sperren gedrückt. So hält man die Community gesund. Ne, ihr könnt dabei helfen, indem ihr nicht alle Erster schreibt und euch über die Erster Schreiber aufregt und euch über die Leute aufregt, die Erster schreiben und sich darüber aufregen. Was? Whatever, ihr wisst, was ich meine. Macht einfach nicht die ganze Scheiße. Fragt nicht, warum das Video noch nicht verarbeitet ist und noch nicht HD ist. Schreibt nicht, das hat 21 Aufrufe, aber 500 Likes, Alter, ich verstehe die Welt nicht mehr. Sowas triggert, ja, das ist aber bei jedem YouTuber so. Ich glaube aber, dass wenn wir alle daran glauben, dass wir es schaffen, dass so eine Scheiße nicht in den ersten 2 Minuten 800 Mal in die Kommentare geschrieben wird. Aber ich mag euch eigentlich. Also, nee, mal ernsthaft. Ich hatte noch nie das Gefühl, dass meine Community so stark ist wie aktuell. Und damit meine ich nicht nur die große Zahl, sondern auch die Art und Weise, wie wir miteinander reden. Also, let's keep doing that. Achso, mein Arzt sagt zu dem Puls absolut gar nichts. Ich war, seitdem ich mir fast den Finger abgeschnitten habe, nicht mehr beim Arzt. Und das ist schon sehr lange her. Von all den Werbungen, über die du ein Video gemacht hast, welche war die nervtötendste? Das ganze Format, sag ich mal, hat angefangen, weil ich mich über die Facebook-Werbung aufgeregt habe. Und das habe ich getan, weil die mich wirklich aufgeregt hat. Ja, ich saß im Bett, auf einmal lief die. F steht für Freundschaft. Ich sitze und sage, nee, F steht für verpiss dich, halt am Maul. Ne, Janine saß in dem Moment neben mir, hat angefangen zu lachen und ich wusste, das ist witzig, ich nehme es auf. Das war aber auch die Werbung, die das alles ein bisschen losgetreten hat. Und die nervt mich auch immer noch, weil ich die einfach an einer scheiß Bushaltestelle sehe. Die verfolgt mich halt. Die ist ja nicht nur auf YouTube. Die sind im Fernsehen, in der U-Bahn, in meinen Augen. Von einer Skala von 1 bis 10, wie sehr würdest du dich als Schreihals einschätzen? Ich sag's mal so. Eigentlich bin ich gar nicht so ein lauter Mensch. Ich kanalisiere nur sehr gerne meinen Hass auf alles, die Welt, Windows-Updates und sonst was in diese Videos. Bedeutet, ich bin hier natürlich auch ich, aber ich kann das alles auf einmal rauslassen. Das entspannt mich. Ne? 120er Ruhepuls, Anfang des Videos. Video fertig aufgenommen, hochgeladen. Ja, Puls ein bisschen runtergegangen. Das ist schon mal ein gutes Zeichen und es ist sehr angenehm. Und ich glaube, dass viele von euch diese Videos gucken und sich denken, Alter, der regt sich einfach für mich auf. Ich kann auch runterkommen. Aber eigentlich in echt, also ich würde, glaube ich, niemanden einfach so anschreien. Bevor das passiert, muss derjenige wirklich viel gemacht haben. Würdest du auf dem Land leben können oder bist du eher das Stadtkind? Bitte mit Begründung. Ich wurde in der Vorstadt von Bonn geboren und das bedeutete, dass es nicht wirklich Stadt war, aber schon Vorstadt und da gab es auch nicht viel Wald drumherum oder so. Mittlerweile wohne ich mitten in Berlin. Tiergarten ist um die Ecke, das ist ganz geil. Ne, da sind viele Bäume, das sieht aus wie im Dschungel, ich verstehe das überhaupt nicht. Mitten in der Stadt ist einfach Wald. Das finde ich sehr geil, aber so, ich sag's mal so. Wenn ich jetzt nochmal umziehe, dann ziehe ich auf jeden Fall nicht mitten in der Stadt. Dann ziehe ich raus, Alter. Dann hole ich mir eine Doppelhaushälfte mit einem Balkon, mit einem Garten, wo die Kinder spielen können und der Hund Kaka machen kann. Ich will keine Kinder haben. Aber irgendwie sowas, einfach weil in der Stadt leben bedeutet immer, du hast Nachbarn oben, du hast Nachbarn unten, du hast links und rechts Leute, die einfach nicht verstehen, wie man Müll trennt. Die gehen einfach rein und sagen, oh, ein Papierkorb, ich schmeiß mein Altglas rein. Hat man bestimmt im Dorf auch, aber einfach nicht 20 Milliarden. Nicht so viele Leute auf einmal. Und ich will meine Ruhe und ich will laut sein können. Ich will halt einfach nachts, abends diese Videos aufnehmen und niemanden soll es stören. Was würdest du denn mal gerne auf YouTube noch machen? Der Plan auf YouTube ist immer für mich, Leute unterhalten. Entweder indem man super interessant ist, super witzig oder irgendwas anderes macht, was Leute unterhält. Bedeutet, ich kann so Videos machen wie Aokigahara, bin ich sehr stolz drauf. Übel geil, wer es nicht gesehen hat, jetzt anschauen oder nach dem Video. Oder man macht halt Sachen, wo die Leute einfach nur übel lachen müssen. Wie hoffentlich sehr viele von den Werbevideos. Aber wie gesagt, also Plan ist, lustige Videos, unterhaltsame Videos, Leute haben Spaß. Leute kommen auf den Kanal und sagen, geil. Danke, Malte. Ne, blöden Tag vorher gehabt, nice Videos geguckt, kann gut schlafen. Was war deine Wunschberufung vor YouTube? Ich habe dreimal meinen Studiengang gewechselt, habe 5 Praktika gemacht, überall gearbeitet, auch in der Buchhandlung. Und ich weiß immer noch nicht, was meine Berufung ist. Ich glaube aber, dass Videos machen, Filmen, Produktion schon sehr nah dahin geht, kreativ arbeiten. Aber vor 3 Jahren hättest du mich gefragt, Malte, was ist eigentlich deine Berufung? Und ich hätte gesagt, keine Ahnung, vielleicht fliege ich irgendwann mal zum Mond. Da bin ich wenigstens alleine. Wenn dein Puls so hoch ist, platzt dann nicht dein Herz. Ich mach mir da echt Sorgen. Okay. In der Film- und Videoproduktion, Webvideoproduktion, sammelst du sehr viel Hass auf Kunden, auf Chefs, auf Kollegen. Aber man sammelt sehr viel Hass auf Technik und auf Software. Und auf Premiere. Ich weigere mich immer noch, Premiere als Software zu bezeichnen, weil es einfach Kacke ist. Und den ganzen Hass kann ich hier rauslassen. Und ich glaube, dass jeder Arzt dir sagen wird, Alter, du kannst deinen Stress abbauen, ist doch geil, mach weiter damit. Solange du keinen Herzschmerz hast, alles gut. Ja, das waren eure Fragen. Wenn die scheiße waren, ihr seid schuld. Die nächsten Tage werde ich mich natürlich wieder aufregen, denn da kommen wieder Ruhepuls-Videos. Jetzt muss dein Frage-Antwort-Video her, denn es geht noch nach Köln heute mit dem Flieger. Meeting haben, paar Stunden, zurückfliegen, hoffentlich diesen Flieger nicht verpassen. Und deswegen keine Zeit zum Aufregen. Ist auch mal schön. Sayonara, Bitches.